Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Raya. Beim letzten Mal haben wir nämlich noch ein kleines Date gehabt, bis spät in der Nacht, wie ihr seht. Ich habe ein kleines Anliegen an euch, bevor wir jetzt hier in die Folge reinstarten. Denn wir alle wissen ja, dass jetzt das neue Pack rauskam. Ich werde es jetzt ja erstmal nicht spielen können, das habe ich jetzt ja schon mehrfach irgendwie mitgeteilt. Trotzdem möchte ich schon mal Ideen sammeln, was man in unser Dokument packen könnte. Ich habe schon ein paar Sachen aufgeschrieben, aber wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, dann kann ich sie mir auf jeden Fall ja schon mal merken. Weil wenn ich das Pack dann irgendwann habe, dann möchten wir natürlich mehr Funktionen irgendwie in unserem Dokument haben, weil ich finde das einfach geil, wenn wir halt ein bisschen mehr Spice haben können. Weil es ist jetzt ja schon öfter gewesen, dass Sachen auch doppelt vorkommen und das kann natürlich auch immer passieren. Aber je mehr Optionen, desto geringer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir Sachen haben, die wir dann noch nicht hatten, you know? Deswegen seid mal schlau und schreibt alles, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt, in die Kommentare. Auch wenn es zum Beispiel nicht mit dem neuen Pack zu tun hat. Also wenn ihr euch so denkt, oh mein Gott, das wäre so lustig, wenn was da drin ist, schreibt es. Okay, wir würden jetzt erstmal mit Raya vermutlich erstmal gehen, denn diese Frau ist absolut mehr als müde. Natürlich sind alle wach. Ist doch realistisch, oder? Um 3:30. Faith hat absolut gar keinen Bock auf ihr Leben gerade. Dinge passieren. Wir gehen heute mal nicht mit, sondern wir losen jetzt aus. Es ist die 14. Zeit für Urlaub in einer anderen Stadt. Eigentlich süß. Nur wir haben halt eigentlich nicht so viel Geld. Wir machen mal den Preis nicht so hoch. Ach, ich habe auch Mietwohner ausgedrückt. Das ist ja auch gar nicht das, was wir wollen. Stimmt, wir hatten das schon mal. Ne? Man kann nicht nach diesen Mietobjekten suchen. Oder ich bin halt einfach nicht gut genug darin, das zu suchen. Das ist süß. Sieht mir nach Granite Falls aus. Ich war jetzt noch nicht so oft in Granite Falls persönlich. Deswegen finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ja doch, ich finde es eigentlich süß. Ich denke, ich würde dann mit Raya tatsächlich in den Urlaub gehen. So nach dem Motto, ja, ich bin jetzt mit der Schule fertig und jetzt mache ich erstmal einen kleinen Urlaub. Also es machen ja viele. Könntest du bitte nicht hart arbeiten? Ich will nicht, dass du einen Burnout hast, mein Lieber. Immer haben alle einen Burnout bei mir. Das ist schrecklich. Raphael bittet natürlich um Hilfe. Dann verkaufen wir noch unsere Zitronen natürlich, weil ein bisschen mehr Geld brauchen wir, glaube ich, schon. Ich finde es so schön. Er sieht einfach so wie so ein Opa aus. Das ist einfach so toll. Also wenn einer diese Rolle einnehmen kann, dann er. Yeah, Miete. Die Zeit einfach 200 Simoleons für den kleinen Raum. Das ist doch auch traurig, oder? Dann isst sie jetzt gleich noch was. Und dann würde ich, glaube ich, losdüsen mit ihr. Hey, wir können ja eigentlich nur alleine reisen, ne? Das ist dafür sonst ein bisschen klein. Wir können natürlich auch nach Batu gehen. Spaß. Wir bleiben mal 2 Tage. So, da sind wir dann auch. Wie gesagt, ich finde es eigentlich süß. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sie wirklich diese Maus ist, die das hier so erkunden würde, aber kein Problem. Wir können ja mal die Wälder erkunden. Ich schätze, wenn man von diesem Park ausgeht, dann kann man zu diesem geheimen Lot, oder? Ich meine, vielleicht treffen wir ja hier auch irgendwen, den wir toll finden. Weiß man ja nicht. Also wäre jetzt auch ein bisschen random, aber ausschließen kann man es auch nicht. Wandern gehen klingt nach einem Plan, wenn man schon an so einem schönen Ort ist, auch wenn es regnet. Ich wusste gar nicht, dass sich hier so krasse Pfützen bilden. Wie gesagt, ich bin aber auch nicht so oft hier. Von der Natur gestärkt. Süße Maus. Ein Frosch. Können wir vielleicht nachher einstecken. Vielleicht ist das doch nicht hier, wo man dann da hinkommt. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also zu diesem random Waldtypi gehen. Mario hat das bald hinter sich. Ich möchte sowas nicht hören. Nee, ich möchte die Krabbeltiere nicht finden. Ich bin ehrlich. Sie schaut einfach in die Wolken. Sie fühlt es vielleicht doch ein bisschen zu sehr. Susanne Goldblume. Hi. Väterchen Frost denkt sich auch so. Moin. Erstmal Urlaub machen. Also ich habe jetzt einfach mal gegoogelt, weil ich das jetzt dann doch gerne machen würde. Und es ist irgendwie beim Wasserfall. Also müssen wir doch hier hin. Girl, ich bin im Urlaub. Ich hab's gefunden. Hat ja auch gar nicht lange gedauert jetzt. Erforschen des Dorngestrüpps. Umgeben von Dickicht, Dorn und Gefahren muss Raya sich entscheiden, weitergehen oder sich zurückziehen. Ja, weitergehen. Als Raya sich unerschrocken durch das Gebüsch schlägt, taucht plötzlich ein sprudelnder Bach auf. Soll Raya anhalten und angeln. Ich würde weitergehen. Raya marschiert mit schwingenden Armen und einem Lied auf den Lippen durch das Gebüsch, als etwas Glänzendes ihre Aufmerksamkeit erregt. Ah, was für eine Versuchung. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es ignorieren. Es könnte eine Falle sein. Raya hat sich einen Weg durch die dichte Vegetation gebahnt und entdeckt mitten im Wald eine Lichtung mit einem mysteriösen Sim. Wir gehen natürlich zum Sim. Ja, das ging jetzt ja dann doch besser als gedacht. Hallo, ist hier jemand? Ach, tatsächlich, Christopher Avery. Er ist leider ein Senior. Ansonsten hätte man sich ja an den Rand schmeißen können. Wir stellen uns mal vor, wenn wir schon hier sind. Oh, direkt erstmal die Kräuterkundefähigkeit erlangt. Mensch, er ist arbeitslos? Das hätte ich mir ja gar nicht vorstellen können, wenn man hier mitten im Wald wohnt. Könntest du hier nicht schlafen? Das wäre ein bisschen assi. Nee, dann gehen wir jetzt wieder.
Das wird ja noch nicht mal auf der Karte angezeigt. Das wusste ich gar nicht. Und dann macht sie sich jetzt noch was richtig Schönes zu essen. Sie ist keine Vegetarierin, deswegen kann sie einfach theoretisch alles essen. Sehr schön. Wie wär's damit? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber das klingt bestimmt gut. Sie ist ja auch so eine Kochmaus und da macht man sicherlich auch mal was Exotisches. Sie mag kochen. Ja! Perfekt. Nebenbei macht sie sich Musik an. Das ist schon richtig süß, ne? Ich mag die kleine Cabin auf jeden Fall. Oh, das sieht wirklich lecky aus. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist vielleicht auch ein Schritt ins Erwachsenwerden, wenn sie einfach mal ein paar Tage für sich lebt, ne? Ich meine, sie wird ja jetzt das ganze Leben mit ihrem Bruder verbringen quasi. Aber trotzdem ist das doch total schön zu wissen, dass man, auch wenn man auf sich alleine gestellt wäre, dass das trotzdem funktioniert. Könntest du das erst aufräumen vielleicht? Dann können wir das Bett ausklappen und dann ist es Zeit für die Haia. Gute Nacht. Ich weiß nicht, aber irgendwie passt es einfach zu ihr. Sehr viele Fehler wurden protokolliert. Es ist Rabatttag, das ist jetzt gemein. Weil ich kann mir halt nichts kaufen hier. Sie denkt an ihre Mom. Oh. Was ist denn heute unser Ziel? 120? Geh joggen. Oh, das kann man hier safe richtig schön. Was macht sie? Wo ist sie? Oh, Girl. Ich lieb's auch ein bisschen, ne? Geh gerne joggen. Warum bist du hier? Du solltest zu Hause sein. Ist schon eine schöne Gegend, um joggen zu gehen, ne? Ich glaube, sie genießt es gerade einfach auch. Ich meine, zu Hause ist es ja auch eine sehr weltliche Gegend, aber trotzdem ist ja immer was anderes, ob man jetzt zu Hause ist oder nicht. Auch wenn es vielleicht vom Vibe sehr ähnlich ist. Sie denkt sich auch so, bei Gewitter und alles ist kein Problem. Sie hat vielleicht ein bisschen Angst, aber im Großen und Ganzen fühlt sie sich trotzdem zufrieden damit. Ich wollte eigentlich auch mal das Feuer anmachen, aber bei dem Regen ist das ein bisschen schwierig. Jetzt möchte sie doch nach drinnen gehen. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ja, die haben sich ja eigentlich ganz gut verstanden. Nur irgendwie der richtige Funke ist ja nicht übergesprungen, aber trotzdem geht sie jetzt zu ihm und sagt so: Was machst du hier? Ja, sie reden jetzt halt so miteinander, ne? Vielleicht hatte er auch Sehnsucht nach ihr. Vielleicht passen die ja doch zusammen. Ich weiß es nicht, ne? Also, es war ja jetzt auch nur das erste Date. Aber ich meine, wenn er den weiten Weg nach Granite Falls halt genommen hat, ist auch irgendwie süß. Kannst du aufhören, fleißig zu arbeiten? Ich habe nur gesehen, dass es hier schon wieder lila ist und ich weiß genau, was das heißt. Sie findet ihn aber jetzt auch nicht besonders attraktiv oder so, ne? Vom ersten Eindruck her finden die sich auch eigentlich nicht so geil. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Er findet uns aber auch nicht besonders attraktiv. Also weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen wild bei denen, ne? Also ich glaube nicht, dass das wirklich was ist, aber trotzdem muss man ihm anrechnen. Es ist schon sehr süß, dass er halt eben hier hingekommen ist. Wieso? Weißt du, da ist man hier und dann macht man es direkt kaputt. Also das ist auch irgendwie nicht so ganz das, ne, was man sich hier wünscht. Aber wenn es einer schaffen kann, dann Raya. Ja, ich weiß, dass ich nur noch einen Tag habe. Aber wir werden das schon hinkriegen. Ist doch trotzdem nett hier. Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Lauf bei ihr. Ja, dann kannst du ja vielleicht mal für euch beide dann was zu essen machen. Wenn er jetzt eh schon hier ist. Vielleicht machen wir mal das hier. Weil ich habe das noch nie gemacht und ich dachte, das könnte vielleicht mal interessant sein. Wie gesagt, sie probiert ja auch gerne was aus, ne? Gerade auch dann für ihren zukünftigen Stand. Da musst du ja dann auch viel ausprobieren. Was funktioniert am besten und so. Ich denke, dass der Essensstand sehr cool für sie sein könnte. Sie schmeißt sie da auch schon so rein, als wäre sie schon so richtig perfekt in diesem Job, sage ich mal. Und ich liebe es einfach so, weil es passt so sehr zu ihr. Sie ist einfach so zufrieden mit allem und es klappt alles gut und es ist einfach toll. Kann ihn nicht zum Essen rufen. Aber er kann sich gerne was nehmen. Ach, das ist ja lustig, dass man das dann quasi so auspackt. Warum ist er rot? Was macht ihr? Rülpsen. Ah, yes. Sie lässt nochmal ihre richtige feminine Seite raus. Sie will es, das Feuer anzünden. Ich finde es auch geil. Ich wollte sie Feuer anzünden lassen, obwohl sie Angst vor Feuer hat. Aber jetzt macht sie es auch selber. Also, es ist auch ein bisschen wild. Es regnet. Eigentlich müsste das instant ausgehen. Sie kann auch nichts machen, weil sie Angst vor Feuer hat. Aber von sich aus kann sie Marshmallows grillen. Finde ich interessant. Weil ich kann nichts machen, weil sie Angst hat. Aber ich liebe diese Feuerstelle, die ist so süß. Marshmallows. Gibt nichts Besseres als goldbraun geröstete Marshmallows. Ich bin ja nicht so der Marshmallow-Fan, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn sie daran jetzt Spaß hat, soll sie das gerne essen. Ich meine, die können ja trotzdem noch mal ein bisschen miteinander flirten. Auch wenn es vielleicht nicht meant to be ist. Die können ihre Zeit ja schon noch ausnutzen, ne? Weil ich habe das so oft, dass meine Sims halt quasi die erste Person heiraten, mit der sie je zusammen sind. Und das wäre jetzt ja dann hier mal ein bisschen anders. Sie hat schon wieder das Feuer angemacht. Aber geküsst haben die sich nicht, oder? Oh, er hat jetzt auch das Knuddeln abgelehnt. Also er hat vielleicht wirklich nur Interesse daran, so ein flirty Vibe aufrechtzuerhalten.
Aber that's it. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie sich geküsst haben. Also. Aber jetzt, wo Raya abgelehnt wurde, hat sie gerade ihn abgelehnt nach einem Flirt. Also ich weiß nicht. Vielleicht hat sie gerade eingesehen, dass er halt wirklich nur flirten möchte. Und das ist ja nicht das, was sie sucht. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie halt dann so eine Erfahrung machen musste. Gehört irgendwie auch dazu, ne, zum Leben. Ich finde schön, dass sie automatisch alles machen kann, aber ich kann hier nichts machen. Sie genießt einfach ihre Zeit hier. Dieser Ausschnitt könnte auch einfach nur This is fine sein. So gut. Hören Sie auf, mir sowas zu sagen. Ich möchte nicht, dass Faith von uns geht. Aber ich glaube, im nächsten Part wird es dann soweit sein. Ich möchte das trotzdem nicht. Wieso stinken hier eigentlich alle Leute? Wir haben ja jetzt Zeit. Ich würde jetzt nicht unbedingt mich mit jemandem treffen, aber wir können ja mal unsere Matches durchgucken. Also, so wie es ausschaut, ist das auf jeden Fall ein Gay-Icon. Ist halt jetzt nichts für uns. Aber Slay. Victor ist sprunghaft. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Außerdem sieht er um einiges älter aus, als er scheinbar ist. Ich kann nicht. Christoph! Er ist überall. Ich finde ihn irgendwie cool. So seine Vibes, die er so ausstrahlt. Materialistisch und böse ist jetzt eigentlich nicht das, was ich normalerweise wählen würde. Aber sie findet ja böse Sims auch irgendwie auch hot. Wir speichern ihn einfach mal ab. Shooter, was ist das denn für ein Name? Keegan? Sieht eigentlich süß aus, ne? Aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das der Vibe ist von Raya, wenn ich ehrlich bin. Hier haben wir auch nochmal einen bösen Sim. Caster. Warum ist er im Reich der Magie? I don't think so. Also, aber ihn finde ich eigentlich ganz cool. Wir können ihn ja mal zu Kontakten hinzufügen. Also, wir fühlen uns auf jeden Fall angezogen von ihm. Hä, wie gesagt, ich finde seine Vibes halt voll cool. Zu gemeinsamen Urlaub einladen. I don't think so. Wir können ja einfach mal... Oh mein Gott. Was, wenn sie einfach mal ein kokettes Selfie schickt? Sie so, mein Gott, ich bin gerade im Urlaub. So, die Boobies müssen natürlich drauf. Was, wenn sie jetzt auf diese Schiene geht? Ach, hier, guck mal mit dem Feuer im Hintergrund. Das ist doch süß. Und dann könnt ihr ja mal am Telefon flirten. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwie was bringt, aber vielleicht ist das jetzt ihre Art und Weise, um hier voranzukommen. Vielleicht ist Vielleicht ist Kaizo ja unser Boy, wo sie auch immer noch an Raylan denken muss. Aber ja, Raylan hat sie so missachtet, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie was werden kann. Außer er würde jetzt von sich aus nochmal einen Schritt auf uns zumachen. Ich finde schön, dass sie mitten in der Pflanze liegt. Süß, ein Siedler von Granite Falls gefunden, ist einfach ein Meilenstein. Ich kann nicht, wie süß. Ich finde es irgendwie so sympathisch, dass sie die ganze Zeit den Himmel beobachten möchte. Ich weiß nicht. Wer hätte gedacht, dass sie vielleicht so tiefgründig ist? Sie ist mehr als so eine hübsche Maus. Ich meine, das war schon irgendwie klar, aber selbstverständlich ist es dann trotzdem nicht. Sie genießt es auf jeden Fall sehr hier. Es war auf jeden Fall ein schöner Urlaub für sie. Morgen Mittag geht es dann zurück nach Hause. Und ich glaube, sie ist bereit, um zurück ins Leben zu starten. Ich finde es einfach schön. Ja, ich kann meine Rechnung noch nicht bezahlen, Bruder. Ich kann sie auch nicht bezahlen, weil wir uns das nicht leisten können. Was ist denn hier immer los mit uns? Naja, wir kriegen da schon alles irgendwie hin. Irgendwann. Ich würde an der Stelle aber auch den Part beenden. Ich fand es sehr, 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 sehr schön hier. Ich wollte so ein Herz formen, aber das ist irgendwie ein bisschen... Naja, egal. Ich glaube, dass es Raya für sich selbst sehr viel gebracht hat. Also sie konnte sich ganz gut entwickeln. Ich hoffe, dass sie daraus was gezogen hat, um dann auch wieder vernünftig ins normale Leben reinstarten zu können. Bei irgendwelchen Ideen schreibt sie mir gerne in die Kommentare, egal ob zum Dokument oder zum Gameplay oder Storyline, irgendwas. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne. Ich freue mich sehr. Ist auf jeden Fall alles sehr aufregend, was hier passiert. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!